Hey, es geht wieder bergab, nachdem es bergauf ging. Ich muss schon wieder pinkeln. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein Running Gag ist meines Körpers. Also gefühlt alle 2 Kilometer muss ich absteigen und mich erleichtern. Und ihr habt diesmal das Glück, ich nehme euch mit. Also, zumindest ein bisschen. Ich bin gerade in Bad Meinberg und ich wollte euch nur sagen, hier gibt es eine 63 Meter lange Rutsche vom Schwimmbad. Das ist schon geil, oder? Und keine Ahnung, vielleicht werde ich im Sommer oder sonst irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit habe, hier hingehen, hinfahren, hinfliegen, mich hinteleportieren wie Genie und werde mal die Rutsche ausprobieren, weil 63 Meter ist schon geil. Das wäre ja schon. Das ist schon eine Sache für sich. Ja, Fahrrad geht mir gerade dermaßen auf die Ketten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so, übrigens, bevor ich auf die Kette komme, ich habe gestern was gebastelt. Tada! Sieht man das? Ein Schildchen. Und das geile Fahrrad hier, das hat eine Dame gemacht in, warte mal jetzt, hier. Eine Dame in Münster. Münster? Ja, die Fahrradstadt Münster. Und, ach so. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. In Münster und die fängt gerade an zu tätowieren. Ja, mal gucken. Und die macht das aber nicht mit einer Tätowiermaschine, sondern so ein bisschen wie im asiatischen Raum mit diesen tak, 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 tak. Aber ohne Klöppelhölz, sondern nur mit dem Finger so reinstechen, also ganz flach unter die Haut. Ja. Ach ja, Kette, genau. Ich hatte ja gesagt, dass die große Welle, dass da die Kette immer überspringt, weil die verschlissen ist. Und jetzt, wo es anfängt, bergauf zu gehen, merke ich das auch am Antriebskranz vorne bei der zweiten Welle. Und das nervt. Das nervt richtig. Ich hoffe, dass es noch bis zu Hause hält. Also die restlichen, keine Ahnung, 300 Kilometer. Ich sage einfach mal 300 Kilometer, das sind wahrscheinlich weniger. Ja, bei 2 Stunden, 25 Kilometer. Ich komme nicht wirklich voran, weil. Komme nicht wirklich voran, weil es geht halt berghoch, bergab, berghoch, bergab. Und dadurch, dass ich bergab nicht Vollgas geben kann, jetzt muss ich überlegen, was ich sagen würde, weil die zweite Welle überspringt und weil die dritte Welle überspringt, muss ich mich rollen lassen. Ich komme zwar trotzdem auf meine 30, 35 Sachen, aber 40 wären halt schon geil. Und es sind Haufen E-Biker unterwegs. Ich habe nichts gegen E-Biker, aber trotzdem. Das ist übrigens auch einer. Gestern habe ich welche getroffen, das war cool. Das waren zwei alte Leute, die sind Kloppenburg oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sind die mit einem E-Bike 130 Kilometer gefahren. Und finde ich gut, die waren auch recht entspannt. Das waren jetzt nicht solche 19-Jährigen, die auf dem E-Bike fahren, weil es cool ist. Ich glaube, ich muss da mal jetzt ein Statement, wie man so schön sagt, abgeben. An sich finde ich E-Bikes cool. Vor allem im Downhill-Mountainbike-Bereich. Wenn du, oder eher im Downhill-Bereich, weil Hochfahren extrem viel Zeit beansprucht. Wenn man jetzt eine Strecke hat, wo nicht irgendwie so eine Seilzugbahn ist, gibt es ja auch. Und da ist so ein E-Bike schon geil, weil du halt einfach in kürzerer Zeit mehrmals abfahren kannst. Genauso für Leute, die es körperlich einfach nicht mehr schaffen, größere Strecken zu fahren. Oder für Leute, die auf dem Dorf wohnen und, weiß ich nicht, ungefähr 5 oder 6 Kilometer durch bescheidenes Gelände, durch bescheidenes Gelände fahren müssen, da ist so ein E-Bike auch ganz cool. Aber ansonsten weiß ich nicht, wo man noch so ein E-Bike bräuchte.
Für die, wie zum Beispiel mich, die längere Touren machen, ist es absolut schwachsinnig, weil es Technik ist, die kaputt gehen kann. Oder wenn der Akku leer ist, hast du halt noch mehr mitzuschleppen. Und woanders, weiß ich nicht, ist ja auch egal. Aber ich finde, so ein E-Bike ist sowas wie, weiß ich nicht, so wie der Sportwagen für den Reichen. So. Alle, die irgendeine Art was präsentieren wollen, haben sich ein E-Bike geholt. Also, ich will es nicht verallgemeinern, aber viele. Die haben einfach nur ein E-Bike geholt, um zu sagen, ja, ich habe ein E-Bike. Verstehe ich nicht. Ist ja auch egal. Kann ja jeder davon halten und denken, was er will. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann in Zukunft, wenn ich es körperlich nicht mehr schaffe, auf ein E-Bike umswitchen. Aber das wird noch dauern. Ja. Ich habe gerade so gar keine Muse. Also doch schon, aber ich habe jetzt die letzten paar Abzweigungen, musste ich immer wieder umkehren, weil die Sonne so auf meine Fahrradtasche vorne blendet, dass ich nicht sehe, wenn das Handy angeht und Komoot sagt, jo, du musst jetzt nach rechts oder links abbiegen. Und dadurch, dass die Handyhalterung aber auch, das könnte ich jetzt eigentlich mal machen. Ich könnte mal die Handyhalterung provisorisch reparieren, dass das Handy nicht rausrutscht. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie. Ich werde mal ein bisschen basteln und dann hätte ich eigentlich auch viel früher machen können, ne? Ich werde mal ein bisschen basteln und gucken, was dabei rumkommt. Ich habe ja ein Messer habe ich dabei. Ich habe in meinem Erste-Hilfe-Set habe ich Klebestreifen dabei. Und ja, beim Rest müssen wir mal schauen. Irgendwas, was halt zumindest noch die restlichen 200 Kilometer hält. 250, 280, was weiß ich. Jupp. Hier noch ein bisschen Natur. Da vorne ist die Straße. Eine kleine Allee und da runterwärts fahre ich gleich. Übrigens. Hihihi. Und ich muss mir unbedingt mal die Barthaare rasieren. Ich gebe mich alle meine Kusche rein. Na dann, bis dann, Leute.